Leitfaden zu CodeCard. Im fünften Teil lernst du, wie man durch Würfeln, durch ein Würfelspiel, eine Quellentropie, also entropische Codierung schafft. Nämlich durch das Würfeln einer ganz normalen sechsseitigen Würfel oder von zwei Würfeln und die korrespondierenden Zahlen gibst du dann ein. Du selektierst Import Existing, bestätigst, dann gehst du auf Dice Rolls und hier, wie auch im vorigen Video, würfelst du einfach und gibst dann die korrespondierenden Zahlen in dein Codecard ein. Wie hier 4 und 6, 2 und 4, 4 und 4, 6 und 2 und so weiter. Jetzt spulen wir einfach vor, nach 92 Mal gewürfelt, das letzte Mal nochmal. Somit ist das Ganze jetzt die Würfeln zu Ende gewürfelt und schreibst du dann diese 24 Wörter auf oder die Quellwörter. Und dann gibt es noch am Schluss ein Quiz, das, um sicher zu gehen, dass du auch ordentlich diese Quellwörter, diese Samenwörter auch korrekt niedergeschrieben hast. Am besten machst du das in einem Raum, wo keine Kameras sind. Somit sind deine Dice Rolls, also deine gewürfelten Quellwörter, komplett vollendet. Coldcardwallet.com